Wie ihr seht oder möglicherweise auch mitbekommen habt, ich habe mir meine Haare platinblond gefärbt. Und wenn du auch mal auf die Idee kommst, das zu machen, dann solltest du die nachfolgenden Dinge auf jeden Fall wissen. Ja Leute, ich weiß, es ist zwar nicht jedermanns Sache, aber ich wollte das Ganze mal ausprobieren, natürlich auch für euch. Und wenn du persönlich auch mal auf die Idee kommst, dir vielleicht deine Haare zu blondieren oder platinblond zu färben, so wie ich, dann solltest du auf jeden Fall wissen, auf was du dich einlässt und dir dieses Video von Anfang bis ganz zum Schluss anschauen. Und übrigens, weitere Videos zum Thema Haare färben, heißt Vor- und Nachteile, Risiken etc., verlinke ich euch alle hier oben in den Infocards. Das erste, was euch bewusst sein sollte, ist, dass das Ganze wirklich lange dauert. Also ihr solltet euch auf jeden Fall genügend Zeit einplanen beim Friseur, denn je nachdem, was für Haare du hast und welche Haarfarbe du auch haben möchtest, dauert das einfach ein bisschen länger. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe jetzt ungefähr so 2,5 Stunden gebraucht für meine Haare, bis die wirklich platinblond waren. Die müssen natürlich erstmal blondiert werden, dann müssen sie gewaschen werden, dann müssen sie mattiert werden und anschließend werden sie nochmal gewaschen als auch geschützt. Und das Ganze hat bei mir, wie gesagt, 2,5 Stunden gedauert. Je nachdem, was für eine Haarfarbe du haben willst, sagen wir mal, du bist ein Italiener mit schwarzen Haaren und möchtest wirklich platinblonde Haare haben und hast eine mittellange Frisur, dann dauert das sicherlich schon seine 4-5 Stunden. Also, ihr solltet euch auf jeden Fall dafür Zeit einplanen, je nachdem, was für eine Haarfarbe ihr am Ende des Tages haben wollt. Zweitens, ihr solltet auf jeden Fall wissen, dass das Ganze nicht gerade angenehm ist, sondern eher unangenehm tatsächlich. Mir war das Ganze schon vorab ein bisschen bewusst. Ich habe natürlich auch mit dem Friseur gesprochen und mich ausführlich mit ihm ausgetauscht zum Thema Haare färben. Aber es ist tatsächlich so, dass es wirklich ein komisches Gefühl gibt. Am Anfang, gerade dann, wenn die Blondierung einwirkt oder die Farbe einwirkt, dann kribbelt das eher oder es kitzelt ein wenig und später fängt es tatsächlich an zu jucken und am liebsten möchte man wirklich sich dann an seinen Haaren kratzen, was natürlich nicht geht, aber es ist wirklich ein super unangenehmes Gefühl und später kann es sogar tatsächlich dazu kommen, dass es leicht anfängt zu brennen. Es ist natürlich unangenehm auf der Kopfhaut ohne Ende. Bei jedem sieht es natürlich auch ein bisschen anders aus. Von Mensch zu Mensch ist das unterschiedlich. Ich habe zum Schluss sogar echt arge Kopfschmerzen bekommen. Ob es jetzt daran lag oder nicht, sei jetzt mal hingestellt. Auf jeden Fall hatte ich Kopfschmerzen und du solltest wissen, dass es ein wenig unangenehm wird. Wenn es dir komisch vorkommt, dann spreche auch mit deinem Friseur und tausche dich da aus. Nicht, dass irgendwas Falsches passiert oder es irgendeinen allergischen Schock gibt. Also dementsprechend rede mit deinem Friseur, falls du dich irgendwie ein bisschen unwohl fühlst. Drittens, deine Haarstruktur ändert sich. Gerade dann, wenn du zum Beispiel eine richtig krasse Haarfarbe bekommst oder deine Haare platinblond färbst, so wie ich das jetzt gemacht habe, da ändert sich einfach die Haarstruktur. Denn bei mir ist es ja zum Beispiel so, die Farbpigmente wurden aus den Haaren herausgezogen komplett, damit die Haare halt so hell werden, wie sie jetzt aktuell sind. Und das bedeutet, dass die Haare einfach so ein bisschen borstiger sind, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen rauer sind und einfach auch grundsätzlich wesentlich trockener sind und anfälliger natürlich auch für zum Beispiel Spliss oder Haarbruch. Aus dem Grund ist es auf jeden Fall unerlässlich, dass du ein Arganöl in deine Haarpflegeroutine integrierst. Nicht nur dann, wenn du deine Haare gefärbt hast, auch sonst, Leute, ein Arganöl ist einfach Pflicht. Ein Arganöl macht deine Haare schön seidig und geschmeidig und gerade dann, wenn du deine Haare blondiert hast und deine Haare eher rauer sind, eher borstiger sind, gerade dann ist ein Arganöl einfach Pflicht. Ich packe dir einen Link zu einem Top-Arganöl von uns unten in die Infobox rein. Falls du auf der Suche bist, solltest du das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich kann dir sagen, das ist ein Gamechanger in deiner Haarpflege. Wie gesagt, Leute, feuchtigkeitsspendende Haarpflege ist unerlässlich, gerade bei gefärbten Haaren. Wie gesagt, schaut unten in die Infobox. Aber Farbschutz ist jetzt was komplett anderes. Denn ihr habt ja Farbe in euren Haaren und ihr wollt die Farbe natürlich auch, solange es geht, in euren Haaren behalten. Dementsprechend braucht ihr passenden Farbschutz. Bedeutet, bevor du überhaupt zum Friseur gehst, solltest du dir erstmal ein passendes Shampoo zulegen. Mein geliebtes Shampoo muss nämlich jetzt auch weichen für ein Shampoo, das die Haare, solange es geht, platinblond hält und vor einem Gelbstich schützt. Dementsprechend ist das Shampoo von der Farbe her so ein bisschen lila-blau und das sieht auch wirklich komisch aus, wenn man das in die Haare einmassiert, aber man möchte natürlich, solange es geht, was von der Farbe in seinen Haaren haben. Und Leute, es ist tatsächlich erst ein paar Tage her, genau gesagt ungefähr eine Woche, als ich meine Haare blondiert habe und man sieht jetzt schon, dass die dunklen Haare nachwachsen. Bedeutet, die sollte auf jeden Fall im Klaren sein, dass die nachkommenden Haare, dass man halt den Ansatz sehr schnell sieht. Es kann unter Umständen auch cool aussehen, also wenn der Ansatz so langsam aber sicher rauswächst. Bei manchen Leuten passt das tatsächlich auch zum Style, aber es kann natürlich auch sehr schnell ungepflegt aussehen. Das solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Heißt, die Haare wachsen schnell raus und der Ansatz ist wirklich super, super, super schnell zu sehen. Und Leute, tut mir und euch einen Gefallen, wenn ihr mit Farbe hantiert, ob Blondierung oder Farbe oder Tönung, Leute, bitte geht zu einem Profi, der damit Erfahrung hat. Am Ende des Tages, wenn du es irgendwie do-it-yourself-mäßig zu Hause machst und es komplett in die Hose geht, dann musst du am Ende des Tages eh zu einem Profi gehen und es ausbessern lassen. Von daher, macht es bei einem Profi.
Profi, bei jemandem, bei dem ihr euch auch wohlfühlt. Der Jens zum Beispiel ist absoluter Experte in dem Bereich. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass wir das zusammen gemacht haben. Also Leute, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was auf euch zukommt, wenn ihr zum Beispiel euch eure Haare auch mal blond färben möchtet. In diesem Sinne, falls ihr euch dazu entscheidet, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haare färben, blondieren oder tönen. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.